Hey ho, meine Lieben. Rips, Sous-Vide und gegrillt. Ob ich das schon mal gemacht habe, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Möglich ist es. Egal, wir machen das heute. Also, Spare Ribs, erst einmal schön gewappt, einvakuumiert, über Nacht eingelegt im Wapp, dass sie schön Aromen ziehen und dann ins Sous-Vide-Becken. Das Ganze ist schon passiert. Blende ich nachher ein, habe ich bloß schon mit der Hand ein bisschen mitgefilmt. Ja, und danach kommen sie natürlich auf den Grill. Das sehen wir dann wieder komplett und auch wenn sie aus dem Sous-Vide-Becken rauskommen. Und dazu gibt es Spargel mit Sauce Hollandaise. Die Sauce Hollandaise werden wir selber machen und zwar im Thermomix. Ja, das Gerät ist auch zu was Nutze. Gehen wir darüber. Ich habe noch keine Ahnung, wo wir als nächstes weitermachen. So, Freunde, willkommen beim kurzen Rückblick nach gestern. Ja, für mich heute. Die Ribs, also jeder Strang einmal in der Mitte geteilt. Schön mit Rip Rip Hurra eingewappt. Und ja, so werden die jetzt einvakuumiert. Da nochmal schön in die Tüte reingucken. Und dann wandern die morgen erst einmal ins Sous-Vide-Becken. Aber das seht ihr eh alles. Ja, also Silberhaut entfernt, noch ein klein bisschen zurechtgekartet, Rip-Rap drüber und ab in die Beutel einvakuumieren. Aber ich zeige es euch gleich noch einvakuumiert. Und da haben wir sie jetzt liegen, fertig einvakuumiert. Ich habe ja dieses Mal sehr großzügig Gewürz drüber und mit rein in die Packung. Boah, gut, dann dürfen die jetzt bis morgen schlafen, bevor sie dann ins Sous-Vide-Becken gehen. Bei wie viel Grad werde ich mir noch überlegen. Da gibt es verschiedene Meinungen. Und ja, irgendeiner werden wir uns dann anschließen. Hier sind die Ribs. Und Leute, ich stehe hier mit dem Partyraum. Da geht uns der Bottich da nicht den Weg um. Und was soll ich sagen? Es gibt 1 Million Möglichkeiten. Ich habe nachgelesen von 62 Grad über 16, 18, 36 Stunden, dann 75 Grad mit 8 Stunden. Ey, ich habe so viele verschiedene Möglichkeiten gelesen. Eine Möglichkeit waren dann wieder 82 Grad oder irgendwas für 2 Stunden. Das ist mir jetzt alles wurscht. Ich habe das Ding jetzt auf 80 Grad eingestellt, auf 6 Stunden, wie lange wir die Ribs nachher insgesamt drin lassen. Das sehen wir dann aber 2 Stunden auf alle Fälle. Wenn es ein bisschen länger ist, ist es ein bisschen länger. Und die tun wir hier jetzt schön ins Wasserbad rein. Und da dürfen sie dann ja, die nächsten Stunden drin verbringen. Ganz einfach. Wasser nachgießen, dass wir hier bis auf Maximum kommen. Ist übrigens Leitungswasser, warmes noch. Untertauchen sollten sie schon. Ja. Untertauchen habe ich gesagt. Ja. Vielleicht lege ich hier jetzt noch zur Hälfte ein Brett drüber. Schauen wir mal. Ja, was haben wir da? Hier hinten haben wir gerade nicht viel zur Auswahl. Doch, zwei so Räucherbrettle habe ich da. Die legen wir hier jetzt so drüber. Und wie gesagt, mindestens 2 Stunden lasse ich sie drin, wahrscheinlich ein bisschen länger. Könnten auch 3-4 Stunden werden, aber das sage ich euch dann, ja, wenn ich sie rausgenommen habe. Zeit fängt zum Laufen an, sobald der 80 Grad erreicht hat.
Also der Thermomix ist ein schlaues Gerät. Spargel mit Kartoffeln. Und ja, jetzt halt die Kartoffeln klein schnibbeln. Ich filme einfach weiter. Ich habe da keinen Plan davon. Schatz, hast du davon einen Plan? Brauchst keinen. Da brauchen wir keinen. Der Thermi sagt einem alles. Jo, schauen wir mal, wie es da weitergeht mit dem Spargel dann. Meine interessante Technik für die, wo keinen Thermi haben. Also, da kommt jetzt, glaube ich, gleich der Spargel rein. Ja, gleich geht's da weiter. Und warum soll man den Thermi nicht nutzen, wenn man schon haben? Ich habe oft genug schon gesagt, ein Küchenzusatzgerät, ein kleiner Helfer, genau für solche Sachen ist das Ding hervorragend. Also das Fleisch kochen würde ich jetzt nicht unbedingt da drin. Nee, dafür haben wir ja unseren Grill draußen. Aber jetzt gehen wir wieder dann über. Also wir haben hier noch den Spargel vom letzten Jahr, wo wir tiefgefroren hatten. Ja, jetzt hat es Zeit. Ja, wie es dieses Jahr aussieht mit Spargel, Leute, keine Ahnung. Weil wir haben ja jetzt dieses blöde Corona-Problem und ja, da sieht es ja mal ganz schlecht aus mit den Erntehelfern für die Spargelernte. In Facebook und Co. wird da überall schon gepostet, dass Erntehelfer gesucht werden. Ja, also ich bin gespannt, wie es dieses Jahr mit dem Spargel aussieht. Ob der Sacke teuer wird, ob sich wirklich ein paar Leute bereit finden, Spargel zu ernten, Spargel zu stechen heißt. Und naja, man wird sehen. Aber jetzt läuft erst einmal der Thermi. Deckel drauf, der Dampf kondensiert wieder, läuft unten rein und mit dem Spargelwasser dann im Endeffekt machen wir dann unsere Sauce Hollandaise. Habe ich das richtig gesagt, mein Schatz? Ja oder nein? Ja, ja. Was heißt hier ja, ja? Ja, okay. Lass mal sie weitermachen. Und ja, wenn es dann mit der Sauce Hollandaise weitergeht, sehen wir uns wieder, beziehungsweise dann ja, wenn die Ribs noch auf den Grill kommen. So, Spargel und Kartoffel, gut. Au. Einfach mal lecker Kartoffeln. Ja, wie geht's jetzt weiter hier? Spargel und Kartoffeln. Von der Sauce Hollandaise war nicht die Rede. Also die muss man jetzt extra raussuchen. Ja. So, was kommt da alles rein? 250 Gramm Butter. Das Wässerchen haben wir ja schon drin. Also Leute, Thermomix nochmal leergeräumt. Dann geht es jetzt los mit 250 Gramm Butter. So, ich denke noch mal, die wird jetzt erst zum Schmelzen gebracht. Jo, da steht Schmelzen. Im Grunde wird die Butter umgefüllt. Und da bin ich ja gespannt, wie es weitergeht. Schmilzt ihr das Tupperding hier jetzt nicht weg mit 70 Grad? Nein. Gut, weitermachen. Aha, ein Rühraufsatz. 50 Gramm Wasser steht dran. Dann nehmen wir das Kochwasser von den Kartoffeln und den Spargel. Ein Esslöffel Zitronensaft. Dann nehmen wir die Sputzzitrone. 3 Eigelb, ja, so kommen die Eigelb hinzu und eins noch und danach geht es weiter. Und dann ein bisschen Salz, eine Prise Pfeffer, ich stehe im Weg. Ja, wenn es noch weiß, dann geht doch weg. Ja, der Pfeffer ist auch drin.
hier, gibt das Ding aus da drin. Das dauert jetzt noch mal knapp 2 Minuten. Abkühlen. Abkühlen auch noch. So, jetzt wird die flüssige Butter mit dazu geschüttet. Kann ich jetzt dann rausgehen? Jetzt kann ich rausgehen. Jo. Und tschüss. Also, wieso lässt du einfach den Deckel da drin? Weil das ja langsam dazu kommen soll. Ah, jo. Okay. Gut, Leute, aber wir gehen jetzt ganz schnell raus. Jetzt ist schon alles hinter drin. Zum, ja, zu den Rips. Freunde, wir haben es jetzt tatsächlich geschafft. 3 Minuten stehen noch zu den 6 Stunden, dass wir es haben komplett drin gelassen. Gleich mal hier aus dem Wasser raus. Ich habe die Rips noch beschwert gehabt. Einfach, dass sie wirklich schön unter Wasser sind. Oi, 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 oi. Der Grill ist auch schon vorgeheizt. Und zudem gehen wir jetzt raus und tun die angrillen. So, Dalle. Glasiert werden sie nur mit Ahornsirup heute. Wir sie erstmal aus ihrem Gefängnis raus. Und nein, ich ziehe mit dieser Brühe keine Soße. Die kommen nachher dann einfach weg. So. Und dann gehen wir schon rüber zum Grill. Oh, und die Cam wieder nicht angehabt. Kreuzkruze 5er. Ich habe gesagt, für 2-3 Minuten noch kurz angrillen. Und ja, es kann sein, dass wir die Soße doch noch aufbewahren. Hat Schatz gemeint. Wenn Schatz meint, bitteschön. Mann, also zurzeit habe ich es echt mit der Cam einschalten. Mann, fängt jetzt meine Kamera zum Spinnen an oder was? So. So, ein paar Röstaromen, das soll uns reichen. Hier sind ein paar mehr. Dann hauen wir hier jetzt gleich noch ein bisschen Ahornsirup drüber. Also von der Unterseite auch noch ganz kurz. Boah, scheiß Wind. Das war schon mit dem ganz kurz. Und dann ziehen wir die nochmal in den indirekten Bereich rüber. Dass der Ahorn hier rum noch ein klein bisschen karamellisieren kann. Und ja, in 5 Minuten, 10 Minuten sind wir soweit fertig. Hat das Ding schon wieder von selber gezoomt oder was? Boah, Leute, ich weiß nicht, was mit der Cam los ist. Ich hoffe, ich weiß es einfach nicht. Irgendwie verstellt die sich, zoomt von selber, lässt sich nicht wegdrücken. Hier erscheint irgendwas auf dem Display. Muss ich mal nachher in Ruhe anschauen, wenn ich Brille auf habe. Aber jetzt gucken wir da rein. Tada! Ja, ein klein bisschen ganz noch. Ein klitzeklein bisschen. Lecker. So, Freunde, einen ganz kurzen Blick noch, bevor ich jetzt die Cam reinbringe. Weil hier oben meine Abschirmkäppi, die wackelt auch schon ganz schön vom Wind.
Das heißt, die muss ich jetzt dann auch wieder ablassen. Ja, nicht, dass es da irgendwas zusammenschlägt. Also ich bringe jetzt die Cam rein, dann hole ich die Rips rein. Ja, und dann tun wir Essen und Probiererle machen. Mhm. Na, na, hier sind sie. Ja, ich sitze hier schon am Tisch und riechen tun sie lecker. Und gleich gibt es den kompletten Teller. Hier ist gerade Massenfotografiererei. Oh, danke schön, mein Schatz. So sieht es jetzt aus. Ja, das Eckerl ist mir gerade an meinem Daumen hängen geblieben, wo ich das Rib rübergegeben habe. Unterm Rib sind noch ein paar Kartoffeln und Leute, jetzt wird erstmal probiert. Womit fangen wir an? Spargel vom letzten Jahr mit Sauce Hollandaise. Na komm her, du feiger Spargel. Ich hoffe, ich verbrenne mir jetzt nicht gleich wieder die Gosche. Sieht man das? Oder muss ich die Cam drehen? Bisschen drehen, gell? So. Sieht man. Deliziös die Soße. Die Hollandaise. Die selber gemachte Hollandaise im Thermomix. Und Kartoffeln mit Hollandaise. Und gibt nichts Besseres. Das habe ich mich voll gesabbert. So. Und jetzt kommt das Wichtigste. Das Rippchen lässt sich schneiden wie Butter. Du kannst ruhig zum Essen anfangen. Saskia, hier, nimm. Du kannst dich auch wieder dahin hinsetzen. Ich habe die Cam gedreht. Sehr lecker. Den Rest esse ich jetzt mit dem Messer. Also voll off the bone ist es nicht, aber fast. Und mir persönlich ist es sogar so noch lieber. Okay, ich esse jetzt, wir essen und nachher gibt es dann noch ein Fazit dazu. So Leute, dann komme. Die Cam macht mich wahnsinnig. Dann kommen wir jetzt noch zum Fazit. Schauen wir, dass wir das Video fertig bringen. Also die Cam macht mich echt wahnsinnig heute. Video, Fazit sprechen. Mein Schatz steht schon mit der Flasche da hinten dran, weil sie mich eventuell gleich hauen wird. Ja, also. Nur eventuell. Also für mich hat diese Komposition wunderbar zusammengepasst. Der Spargel, die Sauce Hollandaise, die Kartoffeln und die Rips. Es war hervorragend. Die waren jetzt wirklich 6 Stunden bei 80 Grad im Wasserbad. Waren nicht ganz fall off the bone, kurz davor. Also für meine Begriffe perfekt. Ja, was gibt's als nur zu sagen? Vielleicht hat ja mein Schatz dieses Mal die Sauce Hollandaise ein bisschen versalzen. Aber nur vielleicht. Ja, und von dem Gewürz muss ich auch sagen, was sehr gut gewürzte Rib, aber einfach nur lecker. Schatz, was hast du dazu zu sagen? Meine persönliche Meinung ist, die Sauce Hollandaise war nicht versalzen. Punkt. Ja, das, wenn man nur Sauce Hollandaise isst, dann war es vielleicht drei Brösel zu viel. Aber wenn man das mit Spargel und Kartoffel isst, genau, war es optimal. Ja. Also das Essen war sehr lecker. Wird wieder gemacht. Pfiat's euch, tschüss. Ja, Saskia! Es war einfach nur mega, es hat echt gut geschmeckt. Gut. Okay Leute, das war's dann mit diesem Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Habe ich irgendwas vergessen? Tschüss. Mädels, die stressen einfach. Die stressen. Also dann, ciao. Weg jetzt. Au!